liebe Leute, Hofspeed TV. Wir sind hier heute im Essener Süden an einem Golfplatz zwischen Essen und Velbert. Und verabredet sind wir mit einem 914, steht jedenfalls dran. In persona wären das einmal die Tatjana. Ja, servus. Hallo, grüß Hallo. Dich. Schön, dass du da bist. Und dein Mann kann alleine aussteigen. Also ehrlich. Komm raus. Tatjana und Oliver. Und die haben uns mitgebracht. Komm mal rum. Am Nummernschild steht, Oliver, am Nummernschild steht ein 914. Wir reden hier nicht über einen 914, sondern wir reden über einen 1303. Silber, eigentlich ein normales Käferchen, bis auf. Wir reden über Nordstadt Nummer 2. Nordstadtkäfer, ihr wisst ein bisschen Bescheid, denke ich. Nordstadtkäfer 1 war 72 angefangen mit einem 02 Nordstadt Hannover Autohaus. Hat aus einem Käfer ein Sportgerät gemacht mit einem am Ende Porsche-Motor. 2,7 war es damals, glaube ich. Auf 914-Basis auch. Auf 914-Basis, genau. Genau. Ein Käfer auf Basis eines 914. Und wir haben, das war die Nummer 1. Wir reden über die Nummer 2. Und jetzt kannst du anfangen zu reden. Oh, ich bin durch. Der wurde also ein paar Jahre später gebaut von Günther Arz. Und ist letztendlich leider nicht fertig geworden. Der dümpelte dann immer so rum. Der sollte eigentlich schon in den 80er Jahren fertiggestellt werden, kam aber nicht dazu. Das war so ein Kundenauftrag, ne? Ja, sowas in der Art. Mhm. Ich meine, ich kenne die Situation damals nicht, aber da gab es eine Porsche-Werkstatt, die hatte das in Auftrag gegeben. Und der wollte den selber mit der großen Technik ausstatten, aber dazu ist es halt nicht gekommen. Und irgendwann 2017 haben wir halt die fertige Karosserie gefunden und der musste fertiggestellt werden. Ich als 914-Liebhaber. Gefunden heißt? Zufall. Ich habe ein spezielles Getriebe gesucht und kam zu jemandem, der so eins hatte und nicht mehr verwenden konnte. Und da stand halt diese Karosserie und auch der Nordstadtkäfer. Und ich war total irritiert. Die Nummer eins, ne? Weil es gab ja eigentlich nur einen. Selbst VW hatte mal so einen Bericht geschrieben, es kann nur einen geben. Habe ich ein Bild von, so, ja. Für mich gab es nur einen Nordstadtkäfer. Ja. Und dann habe ich die Geschichte erfahren, wie sich das mit der zweiten Karosserie halt entwickelt hatte. Derjenige, der jetzt beide dieser Käfer hatte, hat den 2000 gekauft. Ja. Von demjenigen, der den damals in Auftrag gegeben hatte, der mittlerweile schon über 80 ist, ja, oder war damals, kurz danach auch verstorben, und hat den dann aufwendig umbauen lassen wollen. Mit sehr viel Geld und sehr viel Emotionen gab es da 7 Jahre lang nur hin und her und hin und her. Und das passte nicht und hier und da müssen wir da noch und da brauche ich noch 20.000 Euro und so weiter. Ja, ja. Und dann kam er aber in die Gelegenheit, den Nordstadtkäfer, den ersten, zu kaufen. Was für ein. Und hat dieses Fahrzeug Geschichte. Von dieser Firma abgezogen, weil er auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hatte. Ja, also diese Auftragsarbeit, genau, einfach mal abgehackt. Und hatte und war nun Mittelmotorkäfer gesättigt, mhm, und hatte den mittlerweile schon wieder 10 Jahre da stehen. Ja. Das heißt also, den hatte der selber jetzt schon 17 Jahre. Und ich kam dann dahin und habe den Nordstadtkäfer gesehen und habe die Geschichte von dem Auto erzählt bekommen. Und ich sagte nur, der wird doch jetzt nicht mehr fertig. Mhm. Nein. Nö. Doch, ich kenne einen. Ja. Der macht ihn fertig. Und mit ein wenig Überzeugungskraft. Ging relativ schnell. Wir haben uns geeinigt und ein paar Tage später habe ich den abgeholt. Und dann haben wir, die Tatjana und ich, haben dann ein Jahr lang daran gearbeitet, aber wirklich so als Fulltime-Job. Mhm. Um den fertigzustellen. Nur ein Jahr würde ich jetzt mal dranhängen, oder? Ja. Also du musst dir vorstellen, er muss ja auch von der Elektrik viel machen, der Olli, ne? Der ist alles, manchmal nachts wach war ja geworden. Kein Kabel drin. Ja, ich habe eine Idee. Nein, dann hatte er eine Idee, ist im Schlafanzug, weil wir alles im Haus haben, hochgegangen, hat geguckt und gemacht. Manchmal ist er sogar nachts umgezogen und hat da weitergearbeitet. Ne? Andere stehen nachts für Schokolade auf. Nein. Und du stehst auf für eine Kabelidee oder?
auch für Schokolade. Und wir haben Tapeziertisch geholt, die ganzen Kabelstränge hat er selber gemacht, dann hat er die sortiert, gemacht, getan. Ich habe nur aufgeschrieben, ich wusste nicht, was er da tat. Ich wusste es echt nicht. Ich habe nur aufgeschrieben, was was ist. Und da hatten wir wirklich tapeziertischeweise hier Kabelstränge liegen. Weil wir reden hier nicht über einen Kabelbaum eines Käfer 1303 Cabrio, sondern der Motor hat am Ende, erfordert mehr Kabel als der eigentliche Kabelbaum des Käfers. Ja, ja, ist einfach so, ne? Ist halt eine relativ moderne elektronische Einspritzung. Aber das ist jetzt auch alles kein Hexenwerk. Hexenwerk nicht, aber es muss halt gemacht werden. Es muss auf dieses Auto angepasst werden. Ja. Da kannst du einfach nichts kaufen, was so passt. Ja. Ne? Aber das war ja nicht alles. Der ganze Wasserkreislauf, die Heizung, ist ja eine Wasserheizung. Der hat eine Klimaanlage, der hat Servolenkung, Zentralverriegelung, Sitzheizung. Was hat er nicht? Wenn du irgendwas findest, was er nicht hat, dann sagst du Bescheid, dann suche ich das. Kein ABS. Also wir reden hier, wir müssen jetzt wieder einschreiten. Also viele wissen natürlich nicht Bescheid über Nordstadt. Nordstadt 1 kann man eine ganze Menge nachlesen, aber Nordstadt 2 ist komplett eigentlich unbekannt. Ne? Ja. Da jetzt weiß man bei Wikipedia drüber. Auch zu finden, aber erst seit ein paar Jahren. Ich habe natürlich auch Wikipedia geguckt, aber auch relativ wenig gefunden. Ja. Also tatsächlich nur ein mehr oder weniger Beitrag und das war's. Genau. Da stand aber detailliert ganz, ganz wenig drin. Also für mich stand zu wenig an Informationen. Deshalb sind wir heute hier bei euch, um das alles rauszufinden, was dieses Auto kann. Fang mal mit dem Motor bitte an, ja? Weil das ist da bin ich komplett raus, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das sind 6 Zylinder, das sind 3, Der Motor hat 3,6 Liter, stammt aus einem Porsche 997. Das Getriebe ist ein Boxster S-Getriebe. Da es ja andersrum drehen muss, ist andersrum eingebaut. Zur Erklärung schnell, Boxster am Ende auch Mittelmotor, hat das Getriebe genauso falsch rumgedreht wie jetzt hier in dieser Lösung. Passt halt auch an den 997 Motor und deswegen musste das so in der Kombination da rein. Ich glaube, hinten Bremsanlage 944 Turbo und vorne 993. Boxer S, dann haben wir einen Sechsgang auch, oder? Ja. Ist tatsächlich Boxer S, ist so ein bisschen was, weiß ich, aber Sechsgang ist. Ja, so hatte der Einser am Ende auch nicht. Der hatte einen Fünfganggetriebe, ne? Mit dem 2,7 Liter Motor. Ne? Ja, nur, ich glaube, nur der S hat ein Sechsganggetriebe. Ja. Also ganz viel. Also, motormäßig bin ich tatsächlich raus. Das ist überhaupt gar nicht, leider überhaupt nicht meine Welt. Er wäre ja eigentlich ein Fahrzeug gewesen, was man mit so einem letzten luftgekühlten Motor hätte aufbauen können. Hätte müssen. Nein. Nur der Besitzer, der den ja von 2000 bis 2007 hat umbauen lassen, der wollte halt im Sinne von Günther Arz dann auch die moderne Motorisierung da drin haben. Und als er das dann zwischen 2005, 2006 realisieren wollte, da war dieser Motor eben nagelneu. Und so habe ich die lackierte Karosserie mit den Felgen, mit Bremsenteilen und mit anderen Teilen und einem nagelneuen Motor und einem nagelneuen Getriebe so als Bausatz gekauft. Ansonsten waren da keine Schläuche, keine Leitung, kein Kabel. Endlich mal jemand, der mich nicht zu Wort kommen lässt. Ach so. Die lacht die ganze Zeit, weil ich endlich mal nichts sagen muss oder kann oder darf. Nein, krass, du kennst natürlich die Geschichte viel besser. Ich kann immer nur zwischengrätschen und versuchen, dich zu bremsen. Aber wir machen Schnitte ich da nehme jetzt, das. Ne? Ja, da kommen auf jeden Fall Schnitte rein. Ja, geht aber ich nehme das, ich saug das alles total auf, weil es sind Informationen für mich, die mega, mega interessant sind. Du hast auch als 16-, 17-, 18-Jähriger, ey, boah, Nordstadtkäfer, ne? Ja, also so, das wo du gerade sagtest, dass war sie unerreichbar für uns. Ja, nein, Zeitung gelesen und einfach nur wieder weggelegt und ach komm. Hammer. Du brauchst auch gar keinen Führerschein machen. Das ist eh unerreichbar. Also wir fassen kurz zusammen. 3,6er Saugermotor, 6-Gang Boxster S-Getriebe, weil es einfach praktisch passt. Mittelmotor hat der Boxster S auch. Ja. Muss also keine Kegel-Tellerräder umbauen oder sonst was, sondern nur das ganze Auto ist eigentlich Plug and Play, ne? Im Prinzip schon. So. Da hältst du Motorgetriebe rein, schweißt ein paar Halterungen drum. Ja, 4 Schräubchen wie beim Käfer und der Motor ist drin. Losfahren und Vollgas geben. Plus und Minus dran. War nett, wir sind dann wieder weg. Vielen Dank für die Information. Komm gut nach Hause. Warte, weitermachen. Ich gebe dir noch den Schlüssel. Ach so.
Bitte weitermachen. Wir wollen naja, viel mehr wissen. 3,6 Liter, das ist halt so ein wassergekühlter Motor. Eigentlich würde in den Wagen jetzt der letzte luftgekühlte gehören, aber hat sich halt so ergeben. Ne? Das wären dann auch nur 3,2 bei der 3,6. Hatte der 993, gab es auch mit 3,8 sogar noch, ne? Aber so ein 3,6er Motor wäre eigentlich jetzt so der standesgemäße. Aber da ist halt die Prämisse, dafür, die Günther Arzt schon beim ersten Nordstadt gemacht hat, modernste Technik, die verfügbar ist, einbauen. Ja. Und das hast du einfach nur konsequent durchgezogen, weil zu der Zeit, als du das Ding zusammengebaut hast, zusammengeschustert hast, gab es halt diesen 3,6er als wassergekühlten Motor, war mehr oder weniger... Ja, da war der schon 10 Jahre alt. Ja. Aber ich hatte da halt den neuen Motor liegen und ein neues Getriebe und schmeißt man nicht rein. Weg, ne? Nee, kannst du nicht. Schmeißt man nicht weg, wenn man sowieso fummelt. Ich hatte gerade kein anderes Auto. Hey, auf jeden Fall hat er 325 PS und hat eine Höchstgeschwindigkeit von, lass mal so, 265 sein. Aber die will man gar nicht mehr fahren. 220, 230 reicht völlig, aber darum geht's auch gar nicht, sondern mehr so Power from the ground, die Serpentinen hoch oder mal so aus der Kurve beschleunigen, macht einfach riesig Spaß. Ansonsten sollte das ein Alltagsauto sein, der hat halt Klimaanlage und Servolenkung, so dass man halt ganz entspannt als älterer Herr damit rumfahren kann mit seiner jungen Freunde. Du bist wie alt? Ich bin gerade 60 geworden. Dankeschön. Du bist 50. Ach, so junge noch. Dinger aufreißen mit so einer Karre ist natürlich kein Problem. Ne? Dafür bist du doch abgefahren, oder? Es ging nur um das Auto, ne? Ja. Kannst jetzt ehrlich sein. Ja, natürlich. Wir können ich wusste offen schon reden. Vor 13 Jahren, dass so ein Auto anschleppt. Nein, ist halt. Nein, schöne. Ich weiß das gerade für mich gar nicht alles so einzusortieren, was dieses Auto kann und nicht. Wo du sagst am Ende, Endgeschwindigkeit, darum geht es tatsächlich nicht. Das ist komplett unnötig, muss nicht sein. Spaß haben mit Druck untenrum einfach. Ne? Genau. Ja, und mal ab und zu mal kurz Gas geben können, so, wenn sich einer ärgert. Hast du Werte, also Fahrwerte, was weiß ich, 0 auf 100, Viertelmeile oder irgendwie sowas? Nö. Ne? Weil es dich gar nicht interessiert, weil es dir einfach Spaß macht. Ne? Genau. Ja, ist egal, was das bringt, es macht Spaß und dann ist das Entscheidende. Ne? Ich fahre auch keine Rennen damit. Ich fahre einfach ganz normal, wie mit so einem 911er. Näher dran kann man an einem 911er nicht sein. Einfach wie mit so einem, oder wie mit so einem Boxster und damit muss man ja auch nicht rasen. Das ist einfach ein voluminöser Motor. Man kann, muss aber nicht. Ne? Dann guck mal, hat er hier die Luftschlitze vom. Lass mich, darf ich mal klugscheißern? 411 weiß ich. Ja? Ja. Das ist so ähnlich wie deine, ne? Ist sehr, sehr nah dran, genau. Sehr nah dran an unseren Brasilia-Luftschützen, die wir hinten haben. Das sind tatsächlich 411. Was natürlich komplett anders ist, ein Kurfürst sieht normalerweise so nicht aus, ne? Ja, ja. Die sind ein bisschen kürzer, weil der Radstand länger ist von dem 914, von dieser 914-Bodengruppe. 5 cm mehr, ne? Ja, könnten vielleicht sogar 10 sein. Ja. Also ich weiß, dass die Bodengruppe mit Käfer 240er Radstand hat. Und der 914, über den wir als Basis hier tatsächlich reden, ne, hat einen Radstand von 245, also 2 Meter 400, 2000, Käfer 2400 mm. Und der 914, den wir als Basis haben, hat 2450 mm. Und um die 5 cm auszugleichen, kommt das, ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen mehr, aber gut, weil das so lang ist. Ne? Ja, schön, dass ich dir noch was beibringen kann. Dankeschön. du guckst, das ist einfach so ein surreales Bild. Du guckst durch die Heckscheibe und siehst da so eine Abdeckung, wo normalerweise eine Bank ist. Ja, vom alten T3-Bus. Ist so, ne? Ja. Das ist eine Motorklappe aus dem T3-Bus? Ja, etwas... gekürzt. Mhm. Ja, klassischer Käferkofferraum, ne? Fast, ja. So kennen wir ihn. Hier vorne liegt das Reserverad drin. Ach, ist gar nicht, ne? Nee. Na, Reserverad kein passt Platz natürlich mehr. Nicht mehr rein. Das Reserverad wird überbewertet. Weil wir hier drunter unter der Abdeckung einen Wasserkühler haben und Klimakondensator.
Genau. Wir reden über einen Käfer mit Klimaanlage. Ja, wer hat ihn noch nicht gesehen? Jeder kennt ihn, jeder weiß es. Jeder braucht es. Ne? Die ganze Mimik, Mechanik, wir reden über einen 914 Tank. Das ist also, der ist genauso positioniert wie beim 914. Ja, genau. Das ist tatsächlich der Vorderwagen des 914. Am genau. Ende auch, wir sehen hier keine. Ja, doch, Domlager sehen wir. Ne? Die hat der 914 ja am Ende auch. Auch die noch? Bis hier etwa. Gut. Der hat am Ende auch eine Querlenker-Vorderachse, nicht wie beim 03, sondern über... Genau, das ist die vom alten 911er oder vom so. 14er auch, die waren aha, ja gleich. Unterscheidet es am Ende auch wieder. Ne? Aber tatsächlich, das ist original 914, wie er so mehr oder weniger vom Band lief. Nur abgeschnitten, was nicht aussieht wie Käfer, und den Käfer drüber zu stülpen. Ne? Hm. Mehr war es eigentlich nicht, oder? Nee, ein paar Bleche, ein bisschen. Ist nicht so schwierig, ne? Ein Schutzgasschweißgerät brauchst du. Hätte ich auch an einem Samstagnachmittag machen können. Habe ich aber leider bisher noch nicht, weil ich keinen 36er rumliegen habe mit einem waschenden Boxergetrieben. Was ist da los? Jetzt wollen wir auch mal sehen. Jetzt mach doch mal die Haube bitte auf. Natürlich sehen wir ihn nicht, ne? Weil der ist tatsächlich im Innenraum. Da, wo normalerweise die Rückbank beim Käfer sitzt, sitzt hier der Motor. Und wir haben hier nur eine Abdeckung, die praktisch das Getriebe abdeckt, ne? Genau. Und da sitzt dann halt noch der zweite Wasserkühler davor, ne? Ja, weil der Motor hat am Ende die 320 PS, die machen auch eine Menge Wärme, ne? Und ich wollte den Wagen vorne nicht mit so vielen Lüftungsschlitzen belegen, dass man das halt sieht, ne? Das heißt, wir haben hier einen Wasserkühler, sitzt ein Lüfter drauf, oder? Ja. Jetzt ein Elektrolüfter drauf wahrscheinlich. Genau. Und bläst am Ende durch die Schlitze die Wärme nach draußen raus. Und hier noch so am Schild vorbei. Schild, so wie es beim Typ 4 gerne gemacht wurde. Genau. Um einfach nur Luft an den Kühler zu kriegen. Der ist natürlich riesengroß. Da kann einiges, glaube ich. Das sollte reichen in Verbindung mit dem Kleinen, der noch vorne ist. Ist der gleiche sogar. Der gleiche nochmal. Das Ding ist jetzt vorne ganz runter. Genau, ja. Das passt doch gar nicht. Doch. Ehrlich? Das ist ein Riesenauto. Boah. Also wir haben tatsächlich, wir klären immer was dazu. Wir haben zwei riesige Kühler verbaut. Vorne aber kein Elektrolüfter mehr, oder? Doch. Auch noch? Ja. Und dann passt immer noch der Klimaanlage. Und auch noch der Klimakondensator, ja. Ich das ist aber ganz dünn. Ich habe gerade mal vorne drunter geguckt. Und ich wundere mich, dass nicht schon viel früher jemand auf die Idee gekommen ist, auf ein 914er Fahrgestell ein Käferhäuschen zu setzen. Weil das passt da vorne so genau auf Zentimeter mit den ganzen Querlenkern und den Stabi-Gummis vorne. Das ist so angepasst, dass zwangsläufig musste das mal jemand machen. Die Kombination, wirklich zwei Riesenkühler, sollte reichen, um 3,6 Liter kalt zu halten. Ne? Ja. Hier drunter ist tatsächlich das Getriebe. Eine Blechabdeckung, Boxster S-Getriebe, Sechsgang, haben wir schon gesagt, mit einer Seilzugschaltung, wo die Seile speziell verlegt werden mussten. Ne? Genau, um zu vermeiden, eine riesen Mittelkonsole einbauen zu müssen, weil beim Boxster die Schaltseile über den Motor laufen und die beim ja nur einen gewissen, Problem, genau. gewissen Radius haben können. Ja, ne? ja. ja also Motor gibt es hier nicht zu sehen, schade, gut, machen wir die Kiste wieder zu. Hm, langweilig, oder? Boah, was ein langweiliges Auto. Zwei Endrohre sehen wir aber hier, ne? Zweiflutig. Die sitzen beim, ich muss auf den Nordstadt 1 nochmal zurückkommen. Beim Nordstadt 1 sitzen die in den Kotflügeln, ne? Da sind Schlitze drin. Ich glaube, oder ja. beziehungsweise Ausbuchtungen drin. Ihr kennt, ich muss jetzt mal, ihr kennt mein Speedster, meinen Käfer Speedster. Der hat nämlich diese Ausbuchtung, die habe ich da aufgegriffen und meine Sauer und Sohn in diesen Ausbuchtungen versteckt. Bitte nochmal das Video angucken, dann könnt ihr es sehen. Also ich bin näher am Nordstadtkäfer als du mit deinem Geschraddel hier, ne? Verstehe. Nein, apropos Kotflügel. Wir haben hier Elefantenfüße in den Kotflügeln. Es sind die großen Rückleuchten, die es dem Käfer gegeben hat. Aber die sehen hier in diesen Kotflügeln, die in sich verbreitert sind, ich glaube 8 cm, 6 cm, irgendwas so was, um den Dreh, sehen die aus wie, ja, wie die kleinen Einkammerleuchten beim alten Käfer. Ne? Wir reden hier aber auch, ich traue mich gar nicht zu klopfen, doch carbonisch stabil. Hau drauf, ja. Carbonisch stabil, wir haben, eigentlich müssten hier Blechkotflügel, verbreiterte Blechkotflügel aufgeschnitten und ein Streifen eingesetzt dran sein. Ja. Nun hat aber der Vorbesitzer, der komplett schräge Vogel muss das sein, einfach gesagt, ich mache mal Carbon-Kotflügel dran. Der hat die Blech-Kotflügel als Form genommen, um daraus Carbon-Kotflügel zu formen. Das, was ihr also hier seht, ist keine Folie, Steinschlagschutzfolie, wie sie beim Käfer gerne gemacht wurde, sondern dieser Bereich ist einfach nur nicht lackiert. Ne?
Ja, nicht lackiert mit Basissatz. In Klarlack lackiert, genau. Mhm. Aber nicht in Silber lackiert. Also was hier ist, ist eigentlich der gesamte Kotflügel besteht aus dem Material. Und ja, Trittbretter, Carbon, ja, kann man alle machen. Hatten wir schon mal. Ist jetzt eigentlich Standard. Ja, ja, ne? Ja. Macht jeder heutzutage. Felgen noch was Besonderes. Wir sind jetzt nicht riesengroß. Wir haben 18 Zoll Felgen. Breite 9, glaube ich. Ne? Irgendwas um den Dreh. Aber es sind, der Kenner, er wird es sofort erspähen, Ruffelgen. Ruf, ein Name in der Porsche-Szene wie Donnerhall, ne? Tatsächlich. Da macht man nichts falsch mit. Ne? Ja, gibt es auch nicht an jeder Ecke. Hm, passend zu dem Auto und schon, ja. Hat er sich verdient. Vorne das Ganze in Carbon-Kupfvögel auch nochmal. Da haben wir andere Scheinwerfer verbaut. Und zwar ist das ein, hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Nolden. Dann schalte bitte einmal Tagfahrlicht, Standlicht. So, das ist, das war die Benzinpumpe? Ja. Das ist Fahrlicht, ne? Ja. Das ist Fahrlicht. Und Fernlicht, der kommt da unten dazu geschaltet noch, ne? Ja. So klingen 3,6 Liter Porsche in einem Käfer. Komplett unaufdringlich. Ich habe ein bisschen Angst. Warum? Weil ich glaube, der kann richtig was. Aber es klingt jetzt, und ich habe sehr sensible Ohren, klingt jetzt weit weg von penetrant. Ne? Es sollte nicht zu laut sein, aber es ist halt auch schon grenzwertig. Wenn du damit jetzt nach Bayern fahren möchtest, von Hamburg aus, dann wird es auch anstrengend. Aber ja, ist okay. Kann man aushalten, ne? Ja. Gut, dafür stört dich kein Radio, keine laute Musik und gar nichts. Musik kommt von hinten, ne? Das ist alles Bluetooth. Porsche-Emblem in der Mitte tatsächlich. Ja, darf er haben. Trägt er zurecht, ne? Ach, guck mal, wie einfach das so. Ja, unterschätzt ihn nicht. Ist zwar nur ein Käfer, aber wird er unterschätzt? Deswegen hat er Tagfahrlicht. Okay. Damit man ihn auch früh genug wahrnimmt. Und natürlich wird er unterschätzt auf der Autobahn. Wenn ich da mit dem Fahrzeug auf der linken Spur fahre, dann möchte ich oft zur Seite gedrängelt werden. Ja. Allerdings kann man da noch mal kurz Gas geben. Machst du das oder stehst du mittlerweile drüber? Machen wir auch. Guckt euch das an, ruckzuck sind wir bei 80, ohne dass wir das merken irgendwo. Ohne ein Gefühl von Anstrengung von hinten zu hören. Genau, das ist jetzt so unterer, mittlerer Drehzahlbereich, da fühlt er sich besonders wohl. Ich bin kein Leistungsfetischist, aber was hier rauskommt, andersrum geht natürlich auch. Wir reden über die Bremse vom Boxster auch, ne? Nee, ist 944 Turbo hinten und 993 vorne. Wo ist denn da dran am Boxster, ne? Brembo-Bremse. Ja. Also wir können auch verzögern, ne? Ja. Standesgemäß. Auf jeden Fall. Ja. Nie außer Acht lassen. Wer Vollgas fahren will, muss auch voll bremsen können. Ist tatsächlich eine Weisheit. Guck mal, so wie ich mich hier auskenne, wäre ich jetzt gerade ausgefahren. Zu dir nach Hause wieder, ne? Geradeaus, ne? Oder? Ja, genau. Ja, guck mal, hab ich's doch in Erinnerung. Ja, ihr hört ihn. Nordstadtkäfer Nummer 2. Da fährt er dahin. Ein absolutes Unikat, vorgestellt von Oliver und Tatjana. Vielen Dank dafür, dass ihr uns die Gelegenheit gebt, so ein Einzelstück vorzustellen.